Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario 64. Im letzten Part haben wir einen Mordfall gelöst. Das heißt, Mordfall war kein richtiger Mordfall. Wir wurden verdächtigt, jemanden erschlagen zu haben, sage ich mal. Da lag er noch auf dem Boden. Aber wir konnten das halt zum Glück aufklären. Und wir dürfen jetzt das Dorf verlassen wieder. Und wir gucken mal, wo uns dieser Weg hinführt. Der östliche Weg. Schön schneeig hier das Ganze. Ach du wieder. Ich habe auf dich gewartet, Mario. Ich warte seit einer Ewigkeit. Ich bin schon fast verzweifelt. Ich dachte, ich würde erfrieren. Hier ist es frostig und kalt und so ungemütlich und eisig. Ich hasse diesen Ort. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich muss weg von hier. Ich werde dich jetzt in Rekordzeit fertig machen und mit ein warmes Deckchen suchen. Bist du bereit, Eisnase? Dann geht's mal los. Ja, muss ich dazu jetzt noch was sagen? Ich habe hart gearbeitet, Mario. Ich habe jetzt ein paar coole Techniken drauf. Pass mal auf. Ja, so ein Opa-Stock. Sehr gut. Da staunst du was. Ich habe nämlich einen Magiekurs besucht. Einen Magiekurs besucht. Ja, mit einem Opa-Stock, ne? Mit so einer Krücke. Und du sollst quasi mein Abschlussexamen sein. Ja, diesmal muss ich gewinnen. Ja, wisst aber nicht, weil ich habe auch noch den geilen Ordner drauf. Und ja. Das hier ist der erste Part, muss ich mal so sagen. Der jetzt wieder in der Timeline aufgenommen wird, sag ich mal. Also ich hatte ja Kapitel 7 schon vorproduziert. Das war bis zum letzten Part. Das ist jetzt der erste Part wieder, den ich hier normal aufnehme. Heute ist der 17. Juni, ne? Mach ich aber so zum Vergleich, sage ich das. Mario, magst du Zaubertricks? Dann wirst du den hier nicht mögen. Weil ich ja eine Weile raus war und jetzt bin ich zum ersten Mal wieder dabei. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen doof anstelle, dann tut mir das leid. Ja, das fühlt sich fantastisch an. Ich werde immer besser. Ja, aber deine Verteidigung wird auch nicht sehr viel höher. Muss ich mal so sagen an der Stelle, ne? Also das ist nicht so gut für dich. Also da müsstest du vielleicht ein bisschen mal trainieren oder aufrüsten. Er hat aber doch ein bisschen. Ein bisschen mehr hat er schon und er zieht auch ordentlich was ab. Aber ich scanne den trotzdem nicht. Ich glaube sowieso, dass ich den immer wieder aufs Neue scannen muss. Deswegen wollte ich das auch nicht machen. Und ja. So, jetzt müsste das aber gewesen sein. Nein, der lebt immer noch. Was ist mit dem los? Der ist hier am Cheaten, glaube ich. Also, das geht ja nicht. So. Jetzt aber. Komm. Der lebt immer noch. Das gibt's ja fast gar nicht. Wenn der jetzt nicht tot ist, ne? Springe ich auf den Tisch bei mir. Okay, nach der Aufnahme werde ich auf den Tisch bei mir springen. Ohne Scheiß, das mache ich wirklich. Ich sage euch in der nächsten Aufnahme, ob ich es wirklich gemacht habe und was passiert ist. Vielleicht ist er ja eingekracht. Sage ich euch in der nächsten Aufnahme, wenn ich es nicht vergesse. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Und wenn nicht, ich gucke mir bestimmt gerade, nachdem ich diesen Part aufgenommen habe, gucke ich ihn mir bestimmt gerade an und ich werde mich daran erinnern, dass ich das hätte machen sollen. Nein, nein. Bam, ja, jetzt kann man ihn wieder schlagen und so. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Wie gesagt, er hat genug gelitten. Hier bestimmt Sternsplitter oder so. Oder? Hätte ich jetzt gedacht, hätte ich vermutet. Ich gucke da hinten auch nochmal. Der Orden ist aber jetzt wieder drauf mittlerweile, ne? Mit dem Wirbelding da. Ja, der müsste drauf sein. So, da sieht man schon, da fehlt was. Ich glaube, da geht's zum Tempel, sage ich mal. Ich weiß aber nicht, wie wir das da aufkriegen, den Weg, sage ich mal. Und da war gerade was. Warte mal ganz kurz, ich will mal gucken, was da war. Tarngel macht Mario für kurze Zeit transparent und unverwundbar. Ich glaube, wir werden da einfach mal einen Superpilz wegwerfen, weil die... Naja, doch, das Tarngel. Ich brauche das Tarngel einfach nicht. Deswegen. Und da haben wir schon unsere ersten Gegner. Gumbaro werde ich nicht rausholen, um die zu scannen, weil die sind ein bisschen härter drauf, sage ich hier mal. Und, oh mein Gott, ich sollte mich heilen. Ich sollte mich heilen, verdammt. Oh, 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 oh. Oder ich könnte dann... Moment mal. Ja, machen wir erstmal Sternsturm und dann können wir weiter gucken. Aber ich glaube, ich muss dann... Wolke 9... Heißt das Wolke 9? Ich glaube, Wolke 9...
muss ich dann einsetzen, damit ich hier nicht abkratze. Wobei ich auch einfach was anderes probieren könnte. Das ist aber so ein bisschen gefährlich. Wirft Stachieier auf alle Gegner. Das ist jetzt nicht... Warte mal. Das kostet beides 4 BP. Ja, ich mach den Stachelwurf. Ich hoffe, das funktioniert. So. Mal gucken. Oh mein Gott. Jetzt wird... Oh, oh, oh. 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 Und genau geht's auf. Geilomato. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich nochmal wieder. Ich kann auch immer nur die falsche Entscheidung treffen. Ach ja, wir haben ja Lebensbild, stimmt, da war ja was. Aber den wollte ich jetzt nicht unbedingt verschwenden, zumal ich bin gleich wieder tot, weil der erhält ja nur 10 KP und die hier zieht, glaube ich, 8 ab. Nee, die friert mich ein, noch besser. Gefällt mir natürlich. Ja, jetzt hier wieder 6, ne? Ne, 5, okay. Steigert also die Verteidigung. Kann ich hier einen Pilz machen oder sowas? Nee. Ja, der macht nochmal Stachelwurf und kill die jetzt bitte. Sonst kriege ich hier Anfälle, ne? Ich kriege hier so ein... Hä? Was ist denn das? Was ist denn das? Was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt? Ja, jetzt kommt der zweite. Oder auch nicht, wir sind tot. Alles klar. Ja, da muss ich jetzt doch nochmal schneiden. Ja, es ist jetzt voll scheiße. Na gut, bis gleich. So, ich habe jetzt mal die Gegner auf der Route besiegt. Waren nur 2 Level ab und so weiter. Haben wir bald. Hier ist so ein Brief. Weiter war hier aber nichts. Und ja, wir gehen jetzt weiter. Ich glaube, hier kommt gleich was. Ja. Was, Winter? Komm nicht weiter. Da, oh Mutter, ich fresse dich. Was denkst du? Bin ich nicht furchterregend? Jetzt hast du Angst. Kämpfen? Was? Das sollst du bereuen. Ja, ey, ich weiß nicht, ob wir den schaffen, deswegen... Ja, toll. Hätte ich mir vielleicht Feuer überlegen sollen. Den können wir nicht mit dem Hammer angreifen. Eigentlich ziemlich logisch. Wir nehmen also den Powersprung. Monster. Ja, geiler Name. Muss man hier mal so sagen an der Stelle. Nee, also das ist sehr einfallsreich. Nee, eigentlich nicht. Abgeleitet vom Monster, einfach Monster. Was macht der jetzt? Der dance ab oder was? Nee. Sternschauer, okay, warte. Ach, da zieht der bloß 1 ab. Bestimmt, weil man auf den auch nicht vorbereitet ist und so. Ja, hast du jetzt Angst? Nee, hab ich nicht. Du wirst jetzt... dahin gehen. Genau. Level up. Level up. Level up. Und ich habe mir schon mal meine Ohren wieder angeguckt und ich glaube, wir brauchen Ohren. Wir brauchen immer Ohren. Nein, lauf schnell weg! Oh, kleine Twinks. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich möchte bis zum finalen Boss noch Level 22 mindestens erreichen. Besser 24, 26, aber das ist ein bisschen knapp. Hallo. Ah, du bist doch Mario. Danke, dass du gekommen bist. Wie geht's dir? Man nennt mich Merle. Ich kümmere mich um die Sternkinder, die im Sternteil geboren werden. Ich muss dir viel erzählen. Aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. In dieser Kälte kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. Hier lang bitte. Folgt mir. Moment. Ich atme immer falsch. Ich weiß nicht warum. Ist aber so. Ja, wir folgen dem mal. Ich muss mich für das rüpelhafte Auftreten der Sternkinder entschuldigen. Niemand von uns hat erwartet, dass du so schnell hier sein würdest. Sie erschrecken Fremde, um Bowsers Leute vor diesem Tal fernzuhalten. Bitte, du musst ihm verzeihen. Ja, mach ich. Keine Angst, keine Bange und keine Ahnung, wollte ich gerade sagen, aber auch gut. Ja, aber auch gut. Ja, ist auch egal. Hier kann ich nicht gegenschlagen. Okay. Komm doch herein, jo. Doch schön. Also Mario, pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Dieses eisige Gebiet ist das Sterntal. Es trägt diesen Namen, weil hier die Sterne geboren und aufgezogen werden, bevor sie in den Himmel steigen. Aber jetzt, da Bowser den Sternschab aus dem Sternhafen gestohlen hat, spendet die Kraft dieses Ortes und die Sternkinder können nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Ich habe einen Ninji zu Melon, meinem Vater, gesandt. Ich hoffte, er könnte dich dazu bewegen, hierher zu kommen. Hat er geschafft.
denn ich habe herausgefunden, wo der letzte Stern versteckt wird. Ich saß in einem Traum, eine Vision über den letzten der Sterne, der mich um Hilfe bat. Wenn diese Vision wahr ist, dann wird der letzte Stern am Gipfel des Bibber-Bibber-Bergs hoch im Norden festgehalten. Dort ist der Kristallpalast, dort wartet der Stern. Der Kristallpalast wurde erbaut, um den Stern zu huldigen. Doch mit der Zeit verschwand er aus der Erinnerung der Leute. Und heute kann sich niemand mehr erinnern, wie man den Palast erreichen kann. Aber es gibt einen Weg. Dazu benötigst du Gegenstände, die man hier im Land des Schnees seit Generationen hütet. Hier, nimm dies. Du hast einen Schal erhalten, von Merle aus dem Sterntal. Dieser fabelhafte Schal wird schon seit Generationen im Sterntal weitervererbt. Ich wünschte, ich wüsste, wie man ihn richtig einsetzt, aber leider verfüge ich nicht über dieses Wissen. Ich aber... Glaubt man den Legenden, musst du ihn zusammen mit einem anderen Gegenstand einsetzen, den es in Bibber City zu finden gibt. Beide werden dir den Weg zum Kristallpalast öffnen. Leider ist das alles, was ich weiß. Und ich habe aber, glaube ich, eine Idee, wo wir den anderen Gegenstand herkriegen. Und ich weiß auch, was das für ein Gegenstand ist. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie momentan sind, dann werden die Sternkinder niemals zum Sternhafen aufsteigen können. Ein solches Schicksal wäre wirklich grausam. Bitte hilf ihnen und vertreibe Bowser vom Himmel. Ja, und zwar ist das andere so ein Eimer, weil... die Schneemänner sind ja da, da fehlt ja was, ne? Und zwar ist das einmal ein Schall und einmal so ein Eimer. Ach ja, Mario, fast hätte ich's vergessen. Entlang des Weges zum Kristallpalast soll es einen kleinen Schrein geben. Eine alte Legende berichtet über das Geheimnis dieses Schreins. Nicht jede Wahrheit kann vom Auge gesehen werden. Manchmal lügen sogar die Wände. Oh ja, das werden wir dann noch kennenlernen. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Verwirrend, ich weiß, aber du musst den Schrein finden und seine Geheimnis lösen, um den Kristallpalast zu erreichen. Vergiss das bitte nicht. Ne, meine ich. So, jetzt quatschen wir nochmal mit denen hier hinten. Und du hast mich gefunden. Als du mich funken sehen, glaubst du, ich kann auch bei den Sternenhimmel aufsteigen? Wer weiß. Ich glaube aber eher nicht, weil du bist zu normal, sage ich mal, ohne dich jetzt damit beleidigen zu wollen. Alter, was geht hier ab? Geilomatu. Ja gut, da können wir nicht runter. Ist hier dieser... Achso, ne, den hatten wir schon. Dieser Quizmaster. Quizmaster, wir gehen mal safen. Ich glaube, ich habe nicht gesaved. Und dann doch, ist auch egal. Doppelt halt besser. Dreifach bleibt backen. Ja, gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück zur Stadt. Und die Gegner sind wieder da. Gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ja, das waren die... auf einmal sind es drei. Au, gut, aber ich flüchte diesmal. Ich möchte jetzt nämlich nicht betteln. Nachher gerne nochmal im Palast, aber erst, beziehungsweise im Schrein, aber jetzt nicht. Auch auf dem Rückweg hierher dann auch nicht mehr. Obwohl, ich muss ja auch gar nicht mehr hierher. Ich muss ja nur hier hin. Gefällt mir. Daumen hoch. Übrigens, ich habe jetzt die Kamera laufen lassen. Ich wollte nämlich eigentlich schneiden, weil ich euch das hier unbedingt noch zeigen wollte. Der Typ ist jetzt... eingefroren, wenn man hier noch weitere Male den Weg passiert. Der bleibt da jetzt auch, bis das Kapitel vorbei ist, glaube ich. Also, macht einen kleinen Schnipp, bis gleich. Oh, Mario, warst du schon im Sternteil und hast Merle getroffen? Ausgezeichnet, was hat er gesagt? Ein Gegenstand, der dieser Stadt übergeben wurde? Ach ja, das war doch mal was. Einen Moment, das muss ich irgendwo hier befinden. Okay, ja. Nicht warten? Ja, da haben wir ja den Eimer. Ja, ich hab's, hier ist das. Eimer erhalten, ausgezeichnet, ein Eimer des Bürgermeisters von Bibber City. Dieser wunderbare Eimer wurde in unserer Stadt von einer Generation an die nächste weitergegeben. Merle muss dir gesagt haben, dass dieser Eimer eng mit deiner Legende verknüpft ist. Wenn du ihn zusammen mit dem fabelhaften Schal richtig einsetzt, würde sich dieser Weg zum Kristallpalast öffnen. Wer weiß schon, was du es... Ich kann mal wieder nicht lesen. Wer weiß schon, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe jedenfalls nicht die leiseste Ahnung. Ich habe aber die lauteste Ahnung dafür, mein Freund. Hört sich an, als wären die Sternkinder im Sternteil in Schwierigkeiten. Ich hoffe, du gibst dein Bestes für die kleinen Racke. Sie sind immerhin noch Kinder. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, dankeschön. Das brauche ich wahrscheinlich sogar. Mal zur Abwechslung, weil ich, ja, leveltechnisch und so, hatten wir ja schon das Thema. Und ja, dann kommen wir jetzt zu den Schneemännern und denen ihre Utensilien wiedergeben. Ich habe letztens irgendwann überlegt gehabt, ein anderes Wort für Gegenstand. Utensil könnte man sagen.
Jo, ach so, ich wollte mit dem Bürgermeister mal nochmal quatschen. Bürgermeister ist. Nee, Quatsch, wer ist denn das hier nochmal? Verzeihung bitte, ich bin auf Patrouille. Es ging Gerüchte über schreiende Monster um. Pinguine sind sehr schreckhaft, deswegen muss ich die Stadtgrenze besonders gut sichern. Ja. Gut zu wissen, very interesting, ohne Witz jetzt, das interessiert mich gerade wirklich, ohne Witz, also im Ernst jetzt. Sehr interessant, was hier so passiert in Bilber City oder nahe Bilber City, ja, der Typ natürlich immer noch eingefroren, wie ich schon erwähnt hatte, vorhin. Und ja, da sind wir auch schon, also der bekommt den Schal, den wir vorhin erhalten hatten, im Osten, in diesem Haus da von Merle. Und ja, ein cooler Eimer. Vielen Dank, Herr Schneemann, ihr könnt sprechen, geil Omato. Ein warmer Schal, vielen Dank. Du bist ein sehr netter Mann, wir sind dir Dank schuldig. Als Belohnung für deine Großzügigkeit verraten wir dir unser Geheimnis. Thank you very much, my friends. This is gonna be very useful. Ja, da haben wir diesen Eingang, von dem ich sprach. Sesam, öffne dich. Geil, Omato. Ja, dann betreten wir das mal, würde ich sagen. Bitte tritt ein mit herzlichen Dank und Glückwünschen von den Schneemännern. Ja, Lucky Lee ist ja wieder cool drauf, wie immer. Und hier gibt's einen Safe-Block. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Palast, denke ich mal. Was befindet sich hier unten? Ein Schalter. Verbunden mit einer Art Fahrstuhl. Auch gut. Und hier gibt es diese scheiß Gegner wieder. Ich glaube es nicht. Aber ich musste KP voll haben. Ja, wir hatten ja dieses Level up da. Aber ich mag die ja trotzdem nicht, ne? Und ich glaube, ich sollte dann mal den Partner wechseln, auch im nächsten Part. Im nächsten Part. Nach dem Kampf hier mal nicht. Zum nächsten Kampf wollte ich sagen, nicht im nächsten Part, meine Güte. Damit wir hier nicht so abspacken, sondern hier ordentlich mal was reißen können. Und ich glaube, ich muss hier... Ich will mal den Megaschlag nochmal ausprobieren. Wie war der nochmal? Oha, ja, der reißt was. Der reißt ordentlich was. 10, okay. Geil, Omato. Der macht wieder 6. Und 7, wenn ich nicht abwehre. So, der bitte nicht einfrieren. Bitte nicht einfrieren. Bitte nicht einfrieren. Ich glaub's nicht. Ne, jetzt wechselst du mal. Du machst jetzt mal... Obwohl, ne, du wechselst jetzt... Du wechselst hier gar nicht. Du machst mal den hier da nochmal kaputt. Machen mit Dings hier, zack, so, bumm. Und mein... Was ist mein Ausdruck? Mein Ausdruck, genau. Ich bin Italiener. Ne, nicht wirklich. Übrigens, falls einige denken, ich bin Berliner. Nein, ich bin nicht Berliner. Weil irgendwie habe ich das schon oft gehört. Ich wurde irgendwie schon oft gefragt, bist du Berliner? Nein, bin ich nicht. Ich sagte schon, ich komme aus dem Norden. Ja, nicht Berlin. Nee. Und nochmal Powersprung. Ich gehe das Risiko jetzt nicht ein, dass der hier noch weiter überlebt. Deswegen machen wir kurzen Prozess mit dem. Und der ist ja auch schon down jetzt. So. 15 Sternpunkte. Dauert jetzt wieder eine Weile. Bis zum nächsten Level up. Level up. Level up. Immer dieses hoch runter, hoch runter, hoch runter. Das sieht verdächtig aus. Ich würde jetzt sagen, Pustung mit Arona weg, aber ja. Das ist was anderes. Und ich möchte jetzt nicht fighten. Nicht unbedingt. Obwohl, ich möchte doch fighten. Komm, lass mal noch ein bisschen fighten. Los, komm. In diesem Kampf wird ein bisschen. In diesem Part wird ein bisschen gefightet. Mensch, ich verwechsel Kampf mit Part und. Ihr habt mich gewechselt. Ich bin so dumm, ihr habt mich gewechselt. Ah. So, dann mach mal jetzt. Sternensturm, auch wenn es eigentlich ziemlich sinnlos ist, weil erstens, die können mich jetzt alle, oh Gott, die können jetzt alle angreifen, hoffentlich überlebe ich das. Und mit Bombett könnte ich die, glaube ich, in einer Runde eh alle down machen. Ist halt ein Ultrabombe, oder wie das heißt, zieht weniger als 7 ab oder genauso viel, logischerweise. Und ich bin schon wieder eingefroren, aber das ist mir ziemlich egal, weil wir schaffen diesen Kampf so oder so. Bombett wird das Ganze jetzt nämlich beenden. Mit Powerbombe. 6 BP. Ja. Oh mein Gott. So. Ich drücke wieder sehr schnell A. Das geht ja noch relativ einfach. Und wow, es zieht 6 ab. Es zieht tatsächlich weniger ab. Okay. Gut, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, dass das schlechter als Sternensturm ist. Den merke ich mir dann. So, der nächste Kampf geht schneller. Weil, ja, ich weiß, wie vorzugehen ist.
Diesmal sind sogar nur drei. Das ist jetzt ja fast schon schade und unnötig, hier zu kämpfen. Weil ich bin immer noch der Meinung, es gibt hier zu wenig Sternpunkte, Erfahrungspunkte für die Kämpfe. Das ist eigentlich schade. So erreichen wir unser Ziel nie mit den 22 Level-Ups. 21 Level-Ups, meine ich. Weil man startet ja nicht mit Level 0, ne? Man startet mit Level 1, deswegen 21 Level-Ups. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich kann das sonst auch offscreen irgendwann machen. Mache ich sowieso nicht. Aber ja, ich denke, wir werden das auch sogar im Video noch hinkriegen. Und jetzt weiß ich gar nicht, brauche ich eine Feuerblume? Nein, die hätte ich dann schon gekauft. Die brauche ich, denke ich, nicht. Und ja, was ist das? Ein Block hier. Was ist da drin? Nix. Willst du mich verarschen? Da gucke ich mal lieber mit Watt nochmal nach. Prüfen wir nach nochmal. Hier, wir sind Kritik, hä? Und da, wow, da ist tatsächlich was. Da war meine Vermutung ja richtig. Geil und Mato. Ja, wir haben hier wieder die billigen Probleme von früher. Und ein Ultrapilz, den brauchen wir gar nicht. Scheiße. Wir haben noch ein Ein Lebenspilz kann man nur verbrauchen im Kampf, oder wie sieht das aus? Das ist ja scheiße. Hä? Da kann ich ja 3 Millionen Dinger davon kaufen, das bringt nichts. Hä, das ist ja dumm jetzt. Warte mal. Ja, werf halt einen Sternwind weg. Na, wenn das mal keine Fehlentscheidung war. Ich weiß gerade nicht, wie viele das abzieht. Ich glaube 7. Ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung. Hey, kommt noch gleich wieder Gegner. Ich sehe da doch schon was. Das Kiesel erhalten. Ein außergewöhnlicher. Genau, ich lese mal das Gegenteil. Ein gewöhnlicher Stein wirft ihn nach einem Gegner. Braucht keine Sau. Möchte ich vermuten. Hier brauche ich bestimmt... Nee. Okay, da muss ich mit Cooper ran, hab schon gesehen. Cooper, come on, I need you. Help me. Thank you. Guck mal, er ist doppelt, was geht jetzt ab? Das ist kein Grafikpack, das gehört zum Spiel. Hm? Nein! Was ist mit meinen Augen los? Das sieht genau aus wie ich. Schwinde, wer bist du wirklich? Sag deinen Namen. Ich bin Cooper. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzige wahre und echte Cooper. Du faselst Amok, das ergibt keinen Sinn. Ich bin der echte Cooper. Ehrlich. Komm schon, Mario, du kennst mich. Der Kerl hier lügt. Ich lüge nicht. Mario, du weißt, dass ich Cooper bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel. Ja, so ist es. Ja, du solltest hier die Schnauze halten, Alter. Ich bin sein Kumpel. Na, Zutrottel. Mario. Du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Erfindet den Lügner und verpass ihm eins mit der Mama. Gut, ja, das finde ich gut. Wenn du glaubst, damit durchzukommen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, als Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube an dich, Mario. Und man hat es auch vorher schon erkannt, dass der Richter natürlich der Richtige ist. Aber du hast dich erraten. Koppel, bam! Was? Duplis, oh mein Gott. Autsch. Wie hast du mich durchschaut? Wie hast du mich durchschaut? Ich werde mal gucken, ob ich euch ein Bild einblenden kann. Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Natürlich, was ich auch seine verraten. Du bist ein richtiger Lappen, Alter. Du bist total ein schlechter Schauspielmeister. Hör auf zu heulen, du hast verloren. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Hä, was? Halt die Klappe, jetzt bin ich dran. Was, der will fighten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der will jetzt wirklich fighten. Ja, dann mach mal Sternensturm und ich glaube, den möchte ich scannen tatsächlich mal zur Abwechslung. Weil das ist so ein... Oh, ich habe gerade voll ins Mikro gerübst. Ich hoffe, das hat man nicht so gut gehört. Wartet. Ja, ich atme mal falsch. Ich sollte mir das abgewöhnen. So, wo war ich jetzt? Ja, ich möchte die scannen, weil die kommen, glaube ich... Ja, doch, die kommen noch in diesem Kapitel, aber eher selten, würde ich sagen. Was wird denn das da jetzt? So, und weil ich das Gefühl habe, dass... Was? Gumbario. Jubligeist, weil ich das Gefühl habe, dass die gleich down sind. Obwohl, nee. Scanne ich sie zuerst, wollte ich sagen. Aber nee. Ich will beides scannen. Das ist ein Jubligeist, der sich als mich verkleidet hat. Maximal KW 15. Ersetzt Kopfnuss und Scanner. Und der sieht überhaupt nicht wie ich aus, oder? Nein, ernsthaft. Sieht da aus wie ich? Mario, hallo? Ich habe wie verrückt trainiert, um mich auf einen Abenteuer vorzubereiten. Sehe ich wirklich so pummelig aus? Ja.
Muss man mal so sagen an der Stelle. Und gut, der hat beide gescannt. Ja, da hätte jetzt eigentlich nochmal Dings hier gereicht. Sternsturm, 2 Sternpunkte haben wir nicht. Ne? Muss man jetzt mit leben, haben wir nicht. Sternwind, Angstkraft 6. Na super. Dann würde ich vorschlagen, wir machen einen Powersprung. Der geht bei dem hier nämlich genau auf. Müsste genau 7 ab... 8 sogar, okay. Ja, bitte jetzt keine Multikopfnuss. Achso, macht er ja eh nicht. What the fuck? Der ist total stark, habt ihr gesehen? Zieht er erstmal 3. Na ja, gut, es geht. Aber ich bin schon wieder am Verrecken. Naja, ist auch egal. Ich würde sagen, ich gehe mich erstmal heilen. Aber das Ganze offscreen, weil der Part ist jetzt vorbei. Ja. Also, ich gehe auch nochmal speichern. Wir sind uns im nächsten Part hier wieder gehalten, natürlich schon so. Es gefällt im nächsten Part wieder bei seinem Stand. Ciao. Was war das für eine Abmoderation? Egal. 1, 2, 3.